Ja, dann wünsche ich euch allen viel Spaß am 20-Tag. Ich suche auf Skate 24. Und ohne im Skate Wrestling, wie gesagt, das ist vorbildlich, dass die kleinen Fahrzeuge 1,18 und 1,5 ist die Größe. Und der Nachmittag, nach der Mittagspause, dann für die großen Fahrzeuge. Ja, und ich merke euch schon mal vor, 25. 7. und 8. Juni ist wieder so ein Spiel. Nur damit ihr das schon mal im Kalender fest eintragen können. Ja, ja, er lenkt falsch.
Lass mal rein, fahr mal an den Leiter ran. Das ist das, was ich gesagt habe. Ah, echt? Ja, ja, Deswegen ja, ich hab ja irgendwie mit der Karo durchgepasst. Ja, 245, ne? Maximalweite. Weil wir hier nicht durchpassen. Ja, das ist ja das. Nee, wir wollen nicht. Es ist wegen der Verfahren. Ihr könnt fahren, ich habe euch nicht mehr gewonnen. Leute reinziehen, ohne ein großartiges Interesse. So, und wenn ihr das jetzt nachmessen, könnt ihr euch nicht mehr unterhalten. Könnt ihr gerne machen. So. Das ist halt das Problem, wenn man sich... Perfekt. Na? Aber wie gesagt, das kann man gleich klären. Ich lasse die anderen Leute erstmal rein, dann messen wir das vor gleich mal zwischendurch nach, wenn ich mein Maßband habe. Und dann kann ich euch genau was sagen. Wir wollen euch nicht den Spaß verderben. Das ist halt einfach nur wegen den Regeln, weil wir Flecken haben, da unten ziemlich eng sind. Genau. Wenn ihr da erwischt werdet, könnte es passieren, dass ihr ermahnt werdet, dass ihr dann auch mit einem Auto springen und euch fragen, wie zwei Stunden. Okay, super, danke euch. Ich gibt es immer eine Krise. Solche Aufkleber da eingetragen. Mach jetzt einfach drauf. Nee, mach ich nicht. Nächste Frage, wo ist die Strecke? So. Ja, fährt ihr so weiter reisen? Also. Letztes Jahr war es nicht so schlimm. Letztes Jahr nicht auch mal mit. Aber der Ende hat das Problem bis 250. Es ist das Maß 250. Aber ich wollte mir die Karte vorsichtig machen. Ja, ja. Wir messen nach und sind fast. Das ist ja alles gut. 250. Auch vorsichtig machen. Sollte das dann nochmal ausfallen, bis die Autos weg sind? Oder ja? Ja? Also rein theoretisch musst du da durchpassen. Nein, das ist ja auch die so rechts am Reifen das gehangen. Du fährst vorsichtig, ne? Und es gibt Ecken, wo du nicht rein darfst. Gehst du jetzt in den Baumaschinenbereich an die Schranken, einfach mal die Leute ein bisschen kontrollieren. Bitte vorsichtig fahren, weil unsere Strecken sind nämlich total gefreut. Wenn du dann durchpasst, nicht gerade versuchen, erst mal. Ja, ja, ist schon klar. Na? Ich liegt am Fahrrad mit dem Auto.
So. Ja, ich kann mal abmachen. So. Wie die fährst du die ab? Wie da das Tor steht, dann der rote Schild kommt. Blau. Geh mal rechts, oder? Oder warte ich halt auf der Elfen? Bei der Rüber der Armenien. Es ist halt da muss man durch. Kannst du vergessen. Auf! Und mit Schwung. Soll ich mit Schwung? Ich war so ein Kilometer auf Platz. Was sind das? Wie stabil hast du das Tor da rein gemacht? Hast du hier einen Nagel im Boden zu drücken? Mit Schwung klappt es. Kinder gehen so weit in der Erde. Spiel einlegen. Ja. Oh, danke, Leute. Das war höchst klar. Meine Karosserie passt ja auch durch, nämlich aber nur nicht von der Reifenbreite. Weil er sonst ran gibt, ich krieg hier die ganzen Lampen am Reifen. Er ist breit genug. Ja? So. Aber unten vorsichtig mit dem Fenster. Würde die Reifenbreite oder die Karosserie messen? Das breiteste am Fahrzeug. Und ich gehe auch bei so einem Modell auch da dran nach, wenn die Leute was kaputt fahren könnten, wenn sie jetzt hier durchs Tor fahren. Das muss ja nicht mutwillig sein. Ja? Wir wollen, dass ihr unsere Deko nicht kaputt fahrt und wir wollen, dass ihr eure Autos nicht kaputt fahrt. Und wenn ich dann Uneinsichtige habe, die dann meinen, die müssen mich nicht attackieren, weil ihre Autos 330 Werk sind, 440. Ist das halt so? Vielleicht wird er dann gerade machen, erst schon zurück, so, die Reifen wieder ausfallen. Ganz normale Wechselreifen. So, die Reifen sind hinten weiter als vorne. Ja, die sind ja auch die Erde. Ja, du hast so welche Kürze da. Das ist. Wie viel zu tun? Genau zu sein. Ja, aber guck mal, der hat auch Vorsprung. 5 mm. 5 mm, das macht ja die Vorsprung. Jetzt passt. 5 mm, okay. Wie gesagt, wenn du uns den Gefallen tun möchtest, du kannst rauffahren, lass dich aber nicht entfahren, wecken und runterfahren. Nee, ich wollte so, das ist sowieso ein Testfahrzeug. Oh, das ist ja hier. Der X4. Wie gesagt, 260. Das brennt. Ja? Nagel, zieh mal hin. Ja. Machst du den Anhänger dann in den Passagen ab? Ne? Ja, ich mach den, ich würde den eh sowieso. Kannst du da vorne am Haus auch irgendwo parken? Der Hauptsee ist nicht zu beschiffen dieses Jahr, nee, aber dafür haben wir den Dumpfbereich. Ne? Okay, ja, aber da können wir den Dumpfboot drauf. Das könnte ich gezogen. Das passt. Oh, das nicht.
Ist deiner nie so breit? Oh? Ah, gut. Du kommst auch nicht durch. Yes. Wir hatten echt sogar dann geduscht? Nein. Okay, hört sich gerade so an. Okay. Nicht schon wieder mein Spiegel. Chevy, der da steht, den kenn ich doch. Ja.
gut bremsen, der schiebt es richtig.
von meiner Top. Warte mal kurz. Mach ich zurück. Nein. Nein, noch mal. Einmal ist am Orga-Zelt eine Brille abgegeben worden. Eine Hornbrille, eckiges Gestell, müsste ja an für sich jemand vermissen. Und ja,
Wer eine Brille vermisst, kann sie am Orga. Wohin? Da kommst du hoch, oder? Du gar nicht, Ja. Wenn der Schläger drauf ist, auch nicht. Wenn jetzt mit dem Hinterteil ein bisschen. Kann man reden. Ich bin durch. Noch kein Wasser trinken. Nee. Das Bier stand da so schön. Aber ich kann den Rücken gut machen. Aber die ist genauso schmal wie das Brett. Nee, das Brett war breiter. Okay.
gerade weil wenn du dann das große Gewicht hast mit der Bremse. Wenn die Gruppe das Thank you.
Also ich habe wieder noch ein Schnittfeld. Hat er gebrochen oder hat er immer gucken, rot ist immer rechts. Rot ist rechts, gut, genau. Dann weiß man auch immer, welche Richtung man durch muss. Ik heb nu nodig. Ik heb ook kut. Oh, hij staat er van de rest naast je.